Kollektivkater. Ja, in dieser letzten Sendung des alten Jahres und ersten Sendung des neuen Jahres, so zwischen dem Warten auf die Silvesterfeier und dem Katerfrühstück. Wir befinden uns in verschiedenen Zeitzonen in unserer Sendung, weil wir ja international agieren. Das heißt, wir sind einerseits schon im neuen Jahr und andererseits noch im alten. Einerseits vor der Revolution, andererseits auch vielleicht schon danach. Und das Thema, das wir uns heute gestellt haben, ist das Thema des Massenkaters als ein Gegenmodell zum Massenstreik. Die verkaterte Masse, die noch nicht das Heft des Handelns ergreift, die noch nicht aktiv wird, die nicht auf die Straße geht, die eben vereinzelt ist, zu Hause sitzt. Die Situation, in der wir uns jetzt hier in Mitteleuropa befinden, ist ja die Situation der Vereinzelung, also eine extreme Vereinzelung, die auch notwendig ist. Aber an eine handelnde Masse ist kaum zu denken. Und der Ort, an dem wir uns befinden, die neue Nachbarschaft, ist ja selber ein kollektiv gedachter Ort, ein Ort, der Vorstellungen von Masse hat, also von einer Bewegung jedenfalls, von vielen. Du hast den Ort hier gegründet, auch zu meiner Freude, weil ich Teil dieser Bewegung werden konnte. Und vielleicht kannst du ein bisschen was darüber sagen am Anfang, was im Moment hier in der neuen Nachbarschaft passiert, nämlich nichts wahrscheinlich. Also, und wie der Kontrast ist, jetzt wo die Massen, die hier sonst sind, nur latent da sind, die sind nur als Gedanke da und der Raum ist verwaist. Wie fühlt sich das an für dich, dass jetzt diese Räume so leer stehen? Ja, physisch sind sie leer, aber ich glaube doch, dass die Anwesenheit dieser Räume oder dass wir die irgendwie über die verfügen, trotzdem weiterhin also sehr wichtig sind. Also solange diesen Raum auch, jetzt der ist leer, aber der ist symbolisch also sehr, sehr wichtig, glaube ich, für das Kollektiv oder das, was die Leute, die quasi diese Räume kennen und die hier ja, also sich damit verbinden, also ist diese auch physische, also Räumlichkeiten sind wichtig. Also wir haben immer so gedacht, dass gut, also Kollektiv ist also erstmal quasi die Massen oder die Menschen und die Räume sind eine sekundäre Sache. Aber was ich gelernt habe aus den Jahren der Entstehung der Initiative oder der Bewegung, sagen wir, also wir hatten mit kleinen Räumen, wir hatten überhaupt also in der Notunterkunft angefangen und sobald wir die Unterkunft verlassen haben, hat es angefangen zu wachsen. Das hat dann so eine richtige Dynamik entwickelt und das war ja wichtig, dass man irgendwie eben einen Raum, also nicht in so einem, also ich sage oft Ghetto und ich bin immer noch dafür, dass das so eine Art der modernen Ghettos, also diese Notunterkünfte sind und wir haben da tatsächlich also einen Sprung quasi in die Öffentlichkeit geschafft und ab da hat es angefangen tatsächlich so eine Dynamik zu entwickeln und es entstand tatsächlich, also ein Kollektiv hat angefangen zu funktionieren. Und der erste Raum ist uns schnell zu klein geworden, dass wir tatsächlich uns dann also teilweise die Tische und Stühle rausgestellt haben jeden Abend, weil wir es nicht mehr in die Räume gepasst haben. Und 2015, als wir diese Räume besucht haben und die haben ja teilweise so ausgesehen, wie die jetzt aussehen, also leer und irgendwie auch also ohne Leben, ja, also leblose Räume. Die haben sich aber sehr schnell gefüllt, weil das war der Sommer 2015, wir haben angefangen zu renovieren und in der Renovierung kamen die Menschen, also die Grenzen sind aufgegangen und die Menschen, die quasi im Fernsehen kamen, wo wir sie haben die gesehen, über die Grenzen kommen, saßen tatsächlich am nächsten Tag hier in Berlin und haben uns erzählt, dass sie da jetzt gerade angekommen sind. Und es war eine sehr, also
unglaubliche Stimmung, die uns alle also sehr, sehr mitgenommen hat. Diese Räume waren unheimlich belebt. Ich glaube, das gab in Berlin kaum Räume, die mit so vielen Menschen, aber mit so einer guten Energie hier gelebt haben. Und das war andauernd. Und natürlich ist es, ab da habe ich verstanden, gut, also die Räume tatsächlich fangen uns an auch zu gestalten, weil die haben uns sehr viele Möglichkeiten gegeben. Also das, was hier in den letzten Jahren also an Kollektiven, an Gruppen, an Projekten, an Veranstaltungen entstanden ist, das ist auch so irgendwie, also dank den Räumen, dass wir die haben, und das war es möglich, dass wir uns irgendwie hier getroffen haben und hier was zusammen produziert haben. Also das ist schon also die nicht zu unterschätzen, also dass wir tatsächlich irgendwie physische Räume brauchen. Und jetzt ist die Frage, überleben wir tatsächlich ohne den Raum, den physischen Raum, wo wir uns begegnen können. Also das ist eine sehr schmerzhafte Frage und sehr schmerzhafte Phase. Ist wieder alles sehr offen und sehr vage. In Belarus ist die Situation ja ein bisschen anders. Da formen sich ja permanent Massen. Es gibt den Massenstreik dort seit einigen Monaten. Und du bist da sehr aktiv, seit vielen Jahren eigentlich schon aktiv, vielleicht auch als Vorbereiterin dessen, was da jetzt passiert. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen, wie die Lage jetzt dort ist? Ja, es ist tatsächlich irgendwie so eine, ich war dort und wenn man wieder zurückkommt, denkt man, da kommt man hier so eine heile Welt, trotz Corona, trotz allem, also denkt man, also was habt ihr hier für Probleme sozusagen? Also es ist dort, der Raum ist politisiert, also der öffentliche Raum, den wir kennen, den ich quasi, also das ist meine normale Umgebung dort ist und die unmittelbare Nachbarschaft, die erlebt man plötzlich ganz anders. Und natürlich also auch die Gefahr, also die Risiken verhaftet zu werden, ist quasi für jeden, der da sich über die Straßen bewegt, ist nur hoch. Es ist trotzdem erstaunlich, wie also dieses Wissen in uns, wie eine Revolution funktioniert und was dafür notwendig ist, dass das plötzlich da war. Also Streik, die jetzt seit August andauern. Also klar kann man ja sagen, gut, Belarus ist gescheitert, die Opposition ist gescheitert, denen ist es nicht gelungen, den Massenstreik zu organisieren. Ich sehe es anders, ich finde, das ist vielleicht in so einem orthodoxen, also im klassischen Sinne vom Massenstreik nicht gelungen, aber probiert mal heute irgendwie einen Streik zu machen, der also irgendwie dieses System in Frage stellt, dass man überlebt und trotzdem streikt. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich, also ist die belarussische Gesellschaft jeden Tag am Erfinden, Sachen erfinden, wie kann man trotzdem diesen Streik irgendwie vorantreiben. Und das ist erstaunlich, finde ich, was die Menschen schaffen und wie diese Solidaritäts, Gruppen oder Solidaritätspraktiken trotzdem entstehen und dass das jeden Tag, also wo ich da in der Protestmasse stand, es gab viele Slogans, die aufgerufen wurden und eins davon war jeden Tag und jeden Tag heißt, wir streiken jeden Tag, also wir protestieren jeden Tag und ich glaube, das ist tatsächlich so eine ganz griffige Sache, dass man das erklärt, dass man sagt, also wir geben nicht auf, wir versuchen da jeden Tag irgendwie uns gegen das System zu stellen. Und es ist eine grundlegende Sache, also wie kann man quasi überleben und wie kann man dieses System nicht füttern? Also wie kann man tatsächlich Streiks machen? Und das Interessante ist, dass jede Arbeitsgruppe für sich irgendwie erfunden hat oder weiterhin einen Prozess ist zu erfinden, also wie kann man trotzdem streiken? Und das dann auch über so lange Zeit. Ja, wir reden jetzt, sozusagen, das angefangen hat es ja noch vor der Wahl und jetzt nach der Wahl, quasi unmittelbar am nächsten Tag, also das war der 10. August, ging die Bewegung, also war die Protestbewegung da und die ist heute noch da und jeden Tag dauert der Streik an. Kannst du ein Beispiel geben, welche Streikaktionen stattgefunden haben, stattfinden, wie sich das vielleicht auch verändert hat über die letzten Monate? Natürlich ist jetzt für die Regierung ist also diese Prekarität, also die Freischaffen
werden oft irgendwie nicht als systemrelevant, erkennen wir auch jetzt, also aus unserer Situation, dass man als nicht systemrelevant gilt, abgestempelt und dadurch kann man sehr viel leichter also eine Propaganda aufbauen und sagen, das sind die ES-Schmarotzer, die sonst auch zu nichts beitragen und nicht zur Arbeit gehen, also die können ja machen, was sie wollen, also die brauchen wir nicht. Ja. Aber wenn der klassische Streik am Betrieb stattfindet, dann ist es schon schwieriger natürlich für die staatliche Propaganda, das irgendwie zu demontieren. Und klar haben tatsächlich alle versucht, also die Arbeiterinnen zu unterstützen. Und wir kennen das also quasi bei den Betrieben, wo bekannt wurde, dass da ein Streikkomitee sich gebildet hat und dass da also vom Betrieb zu Betrieb war das unterschiedlich. Manche haben es tatsächlich massenhaft geschafft, über viele Abteilungen also zu streiken. Bei den anderen gab es ja so, dass manche Abteilungen oder Schichten gestreikt haben und dass die Menschen sich vor diesen Betrieben versammelt haben, um die Leute zu unterstützen und Solidarität zu erklären und zu sagen, streikt, wir sind mit euch. Und dann kamen quasi diese OMON-Spezialeinheiten und haben auch die Leute verhaftet. Also nicht nur die Streikenden, sondern die da vor sich versammelt haben, um die Solidarität zu erklären. Und die Kulturschaffende haben diejenigen, sagen wir so, die Institutionen hatten. Bei den bildenden Künstlern ist es schwieriger. Wir hatten nie irgendwie eine staatliche Anerkennung jetzt seit der ganzen Lukaschenko-Regierungszeit. Hatten die bildende Kunstszene keine Institutionen gehabt. Das heißt also, bei uns war es schwierig, irgendwie ein Zeichen zu setzen und eine Institution irgendwie außer Betrieb zu setzen. Aber zum Beispiel die Theatertruppen haben massenhaft gekündigt und haben quasi performt dann auf den Straßen. Wir hatten Musikerinnen der Philharmonie, die vor der Philharmonie gesungen haben und die dann quasi in den Städten, in den Malls, auf dem Bahnhof plötzlich Aufführungen hatten und angefangen haben zu singen. Solche Situationen also beispielhaft. Und jetzt, wo diese großen Versammlungen weniger gut möglich sind als noch vor ein paar Monaten, wie sieht es jetzt aus? Also wie funktioniert so ein untergründiger Streik? Jetzt wurde es sehr schön dekoriert. Also meine Eltern haben mir auch so ein Jolka-Bild geschickt, also so der Tannenbaum, der wahnsinnig schön geschmückt ist. Da können sich ja auch die reichen westeuropäischen Metropolen auch neidisch dahin schauen, weil das ist ja tatsächlich sehr, also sehr gut beleuchtet und schön dekoriert ist. Also so hier, also das Zeichen, unterhaltet euch, also wir haben für euch was Schönes geschaffen, also das ist da, was die Menschen dann machen, die versammeln sich vor dem Tannenbaum, fangen an zu singen und die Protestsprüche zu rufen. Also das ist schon auch natürlich toll, dass man sich dann irgendwie zurückholt. Klar ist es jetzt schwierig, sich so quasi massenhaft zu versammeln, dass die Situation, dass wir, also wir haben eigentlich auch so diese Proteste, die sehr rhythmisch stattfinden, also dass wir tatsächlich jeden Tag plus jeden Sonntag noch eine größere Versammlung haben. Jetzt haben die sich dezentralisiert, dass man jetzt nicht auf der Hauptstraße sich versammelt, weil das für die Polizei viel leichter ist, also eine organisierte Masse zu zerkleinern und die Leute zu verhaften. Das heißt, also wir haben irgendwie Versammlungen an unterschiedlichen Standorten in den Städten und das auch also teilweise ungekündigt, unangekündigt, damit das eben nicht so schnell ist für die Polizei, nicht so einfach ist, dahin zu kommen und die Leute zu verhaften. So dass man auch letztendlich wieder dann sich versammelt im Zeichen, dass man sich irgendwie verstärkt und dass man letztendlich auch dann wiederum Bilder produziert. Also ich glaube, das ist auch so eine Bewegung, die sehr, diese Bilder der Zusammensein, auch die Bilder und kurze Videoeinstellungen, also irgendwie gestreikt wurden, also die auch auf den Betrieben, dass das letztendlich auch den nächsten Tag dann hervorruft, dass die Leute das gesehen haben und dann denken, okay, dann sind wir am nächsten Tag dran. Also das ist ganz, ganz wichtig ist auch, also diese Bilder zu teilen, dadurch, dass wir jetzt irgendwie alle miteinander doch sehr gut vernetzt sind, das ist wichtig. Also es ist
ganz, ganz schnell kann man die Leute informieren, was überhaupt passiert. Das heißt, die sozialen Netzwerke spielen eigentlich eine große Rolle. Es gibt sowas wie einen digitalen Streik auch, dass man Untergrundkanäle gründet oder die sozialen Netzwerke nutzt, die vorhanden sind. Sehr wichtig. Also Belarus ist ja auch bekannt, das ist sozusagen die westeuropäische Silicon Valley. Wir haben sehr viele, also sehr, sehr große Szene der IT-Leute, und die dann tatsächlich auch, also auch sehr, also sehr, sehr, sehr viel überlegt haben, wie können sie was machen. Also die Hacker waren aktiv und haben staatliche Seiten gehackt und über Telegram-Kanäle, also organisieren sich also sehr viele Menschen. Es gab auch Angebote an die sozusagen an die Leute, die in diesen KGB- und Polizeistrukturen arbeiten, dass man denen teilweise sogar angeboten hat, also von den IT-Managern, dass die dann auch irgendwie die Seite wechseln können und werden dann bezahlt, also und werden dann sozusagen neue Ausbildung kriegen. Also ich fand das wahnsinnig gut. Also teilweise hat das funktioniert, teilweise nicht, aber also trotzdem glaube ich, mit dem, was da plötzlich entstanden ist an Ideen, an Praktiken, an Methoden, an Bewegung, also kann man ja schon sagen, dass also dort sehr, sehr, sehr viel jetzt praktiziert wurde, also in den Massenbewegung, Streikbewegung, also da kann man schon sehr, sehr viel irgendwie jetzt lernen, was heute möglich ist. Ja. Der Rosa Kanal ist ja jetzt gerade erst auf Sendung gegangen, ist ja noch ganz am Anfang. Was kann der Rosa Kanal tun, um in Belarus die Revolution zu unterstützen? Haben wir irgendwelche Möglichkeiten? Was würden wir jetzt nach Belarus senden können? Ja, wir können senden, dass wir darüber wissen und dass wir stolz sind, das, was da entsteht. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Menschen irgendwie, also was wahnsinnig zäh ist tatsächlich dann, also dass dieser Prozess sehr lang ist. Das ist was wir auch sagen, dass wir dadurch hoffen, dass nicht so viele Opfer entstehen, also dass das eben ein friedlicher Prozess ist. Also es sind Leute gestorben, es sind Leute gefoltert worden, aber wir hoffen, dass das irgendwie also doch beim friedlichen Protesten bleibt, also auf Seite der Protestierenden, dass nicht so viele Opfer entstehen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man die Menschen einfach bestärkt, weil das ist einfach sehr schwierig ist, auf Dauer auszuhalten. Ja, und ich glaube, es gibt ja tatsächlich jetzt keine einzige, sagen wir so, Kreis oder Freundschaftskreis oder Familie, wo die Leute nicht betroffen sind davon. Wir können das ist ja eine Massenbewegung tatsächlich. Ja. Wir können ja mal aufstehen und unsere Solidarität erklären. Also, Achtung, Achtung, hier spricht der Rosa Kanal, Moabiter Untergrund. Hiermit erklären wir unsere Solidarität der belarussischen Revolution. Wir erklären unsere Solidarität mit den Menschen, die in Belarus streiken. Du selber bist ja seit vielen Jahren schon als Aktionskünstlerin tätig. In dem Augenblick, wo man sich in das Feld künstlerischer Agitation oder Propaganda begibt, ist man immer im Verdacht, entweder die Kunst zu verraten oder die Politik zu verraten. Also die Politik zu verharmlosen durch Ironisierung oder durch sowas wie einen Safer Space oder so. Und andererseits politisch nicht wirklich aktiv zu sein, weil man sich da eben in so einen Kreis begibt, in eine alte Kegelbahn oder so. Und dann ist man auch sicher. Wie verhältst du dich dazu? Wie stehst du dazu? Ich glaube, jede Kunst ist politisch. Also dass wir also überhaupt keine Kunst herstellen können, die nicht politisch ist. Und jeder, also auch wenn es in dem Moment erscheint, also jede Kunst kann plötzlich in bestimmter Zeit, also es ist eine sehr starke politische Botschaft bekommen. Also daher finde ich, also es ist irgendwie total uninteressant, jetzt zu überlegen, was ist politisch, was nicht politisch ist. Ja, das ist es. Hier in der Neuen Nachbarschaft machst du ja auch konkrete Aktionen, die sich auf die Stadtpolitik in Berlin beziehen, die den Stadtraum hier verändern. Und dazu gehören ein paar Aktionen, die du hier mitgebracht hast, also im Kinderwagen, kurz nach Weihnachten, die Geburt einer Idee. Vielleicht magst du uns ein bisschen was zeigen von dem, was da entstanden ist und was dazu erzählen. Ja, das ist mein Kinderwagen, den ich auch jeden Tag einsetze. Und heute dafür das sind die Poster, die am Rathaus in Moabit im März auf der Gerüst aufgebaut wurden. Ja, guck mal.
vorne. Die Ausstellung wurde abgebaut und befand sich erstmal unter meiner Couch. Teilgenommen haben Künstlerinnen, also internationale Künstlerinnen. Manche sind damals in Moria haben gelebt und haben von dort uns die Bilder, wir haben die Möglichkeit gefunden, tatsächlich Bilder zu produzieren und uns die digitalen Abbildungen zu schicken. Es ist eine wahnsinnig intensive Ausstellung entstanden. Und ich glaube, für uns war es wichtig, dass wir diesen Standort uns gesichert haben. Und wir sind auch stolz, dass der Bürgermeister uns unterstützt hat und dass wir trotz der Kritik der AfD die Plakate an dem Rathaus platzieren konnten. Weil am Tag der Aufbau kam schon die AfD und hat uns erklärt, dass das auf keinen Fall liegen bleibt. Hier von einer ganz jungen Künstlerin die damals in Moria gelebt hat. Das ist Bad Girl von Raha Amiri. Wunderbare Arbeit. Das ist der Brand bei Moria, also nicht der jetzige, sondern eins davor. Also insgesamt hatten wir, glaube ich, die 15 Motive. Na, jeder kennt die Maria, aber auch so. Das war noch von der Revolution in Belarus. Also muss man sagen, jetzt ist es in Belarus gibt es einen Spruch, fight like a girl. Also wir wissen, dass die Frauen ganz vorne sind in Belarus. So, es ist ein Manifest einer der Frauenorganisation in Griechenland. Muss ich nicht mehr unter dem Flur lesen. Oh ja, das ist ja auch einer der Slogans, der bei uns in der Initiative entstanden ist. Waffen statt Waffen. Also Waffenexporte sollen steigen im nächsten Jahr. Waffenexporte fallen. Jetzt haben wir hier was schon Schönes. Und das ist ja die Zärtlichkeit, was uns auch, glaube ich, sehr fast ein so ein krimineller Akt schon in diesem Jahr, ja. Die Corona. Ah, das bin ich nämlich mit Julia. Also mit Julia Strauß. Nadira Hussein. Auch eine feministische Bildung, ja, das ist eine Feministin. Ja, von Victoria Lamaska, das ist eine sehr bekannte Künstlerin in Russland. Also ich glaube, treffender kann man es nicht sagen oder zeigen. Ja, und
Und das war überhaupt quasi unser Beginn der Ausstellung oder sozusagen, es gab keinen kuratorischen Text, also wir wollten uns nicht als Kuratorin bezeichnen. Wir haben einen Brief geschrieben, Julia Strauss und ich, an die Frauen, die wir zu dieser Ausstellung eingeladen haben. Und eins der Rückbriefe sah so aus, und das ist wiederum eine Künstlerin, die, eine junge Frau, die im Camp gelebt hat, die keine Möglichkeit hat, sich irgendwie Farben und Papier zu besorgen, und hat so ein Stück Pappe uns einfach diesen schönen Vers geschrieben. Ja, das war so ein kurzer Durchlauf. Danke dir. Super. Wir machen weiter. Macht weiter. Und ja, ich hoffe, dass wir alle aufwachen am ersten, oder dass wir wach sind.